So, wir sind jetzt in der Kochschule angekommen. Jetzt wird gekocht. Schon Sud aufgesetzt. Ja, cool. Wir schauen jetzt mal, wir haben schon sehr Hunger. Alle sitzen schon und wollen schon loslegen mit Kochen. Okay, ich will auch loslegen. Wir fangen jetzt damit an. Soft Tofu Stew und danach kommt Vegetarian Pancake. Was aber vegan ist, weil keine Eier. Yay! Okay, sind du gut hier? Pancake. Wir müssen schon die ganze Zutaten, die wir brauchen. Wir fangen an mit der Zucchini. So schneide ich meine Mutter im Mehl so ab. Im Sitzen. Okay. Yeah, Gas. Also, ich weiß nicht wie viel. Leg den Lauch und Knoblauch. Einfach so, bis er ein bisschen angeschwitzt ist. Okay, hat ganz schön lange gedauert, bis die Hitze so an den Stein durchkam. Seht ihr, jetzt brutzelt es. Endlich. Ja. Ich glaube nämlich, dass die Hitze speichert das schon sehr, ne? Und dann muss man runterschalten. All the veggies goes in here. This is a very healthy and tasty dish. Jetzt ist der Seidentofu dran, erstmal Wasser weg. Und dann ab zum Topf wieder. Die hat es einfach mit dem Löffel so zerteilt. Rein. Geil. Und das muss jetzt nur noch aufkochen. Weitere 5 Minuten köcheln und es war's. Sie hat den Rücken vom Messer genommen und klopft dann so drauf. So. Wie soll ich die machen? Einfach nur so. Ticken, oder? Alright, thanks.
Jetzt flüssiger machen. Fertig, guck, alles ready und Reis, aber den habe ich nicht selbst gekocht, weil ich kann ja kein Reis kochen. Aber ich mag den koreanischen Reis voll gerne, der ist voll lecker. Ja, ja, und jetzt, ich weiß nicht, wie man es isst. Also das ist die Dipping Sauce hier. Einfach so rein. Soll ich das schon essen? Die kochen alle noch und ich esse jetzt schon, oder was? Tja, ich bin halt schnell. Egal, ich probiere mal für euch. We'll do this, and then we'll save the rice first. That's for you. Mm. So, this is good. We'll eat this. And it's done. And then we'll do a little bit of salt. And then comes this stew. So, rice. Probably here. I think first rice, so in the Schale, and then. Was dann da drauf? Do you eat this whole? It depends. Normally we use that separately with the small dishes. Then at the end, when you think other dishes are finished, then you can put the rice inside the big dish and mix it together. In Korea, before you eat, you always say, 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. Nochmal? Nein. Okay, lecker.